Moin, Servus Fadi, hallo ihr zu Hause. Wir haben wieder eine neue Übung für euch, in der im Prinzip wieder alles verpackt ist. Grundtechniken sind dabei, Fußballspielen ist dabei und ein bisschen Koordinatives ist auch mit dabei. Das heißt, alles was ihr heute braucht, ist ein Trainingspartner, ein Ball und ein Hütchen oder Klopapierrolle oder was weiß ich. Legt das Hütchen einfach vor euch hin und euer Trainingspartner spielt jetzt einfach mal nur ein paar Pässe mit euch und zwar immer an der Seite vorbei, okay? Das heißt, kommt der Ball nach rechts, spiel dich mit rechts zurück, hüpf einen Sidestep rüber und spiel mit links zurück. So, immer einen Sidestep, danach immer direkt spielen, genau, immer einen Sidestep rüber, hopp und so zurückspielen. Ziemlich einfach. Plötzlich kommt das Kommando jetzt, ja? Und wir machen jetzt mal aus, immer wenn der Ball auf den rechten Fuß kommt, wir machen das nachher mit dem linken Fuß auch, ziehe ich den Ball mit der Fußsohle, mit der rechten Fußsohle, in die Bewegung hier rüber und wende zweimal um das Hütchen. Ja? Schiebe Kontakt hier, zieh dann Wende einmal, Sohlenwende zweimal, spielen, nach vorne kommen, du nimmst den Ball auf und wirfst mir den Ball zweimal zu. Okay. Alles klar? Gut. Ich gehe hier noch ein bisschen nach hinten, dann haben wir nachher mehr Platz. Genau. Und los geht's. Hopp, rechter Fuß und du gibst irgendwann das Kommando, man's los. Hopp. Genau. Hoppla. Nochmal, also, das ist zu früh. Ja, genau. So. Habe ich nicht damit gerechnet. Hopp. Okay, Sohle weg, schieben, Sidanwende, einmal, zweimal, Sohlenwende, spielen, Trainingspartner nimmt den Ball auf, einmal, hopp, zweimal und Nummer drei. Drei habe ich gesagt, oder? Ja. Genau, okay. Hände wieder zusammen, Daumen, Zeigefinger, kleine Kinder ein bisschen weiter offen lassen, Ellbogen ein bisschen auseinander, Handflächen drücken auf den Ball. Sicher nicht vergessen und weiter geht's. Auf geht's. Hopp. So, und spielen. Hopp. Und spielen. Hopp. Und spielen. Hopp. Hopp. Und Sohle raus. Schieben. Einmal, zweimal, dreimal. Sohle ziehen. Spielen. Nach vorne kommen. Eins. Hopp. Zwei. Und Nummer drei. Alles klar? Und nochmal. Auf geht's. Hopp. 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 Hopp, okay, Sohle raus, schieben, Sidanwende und Sohle raus, spielen, erster, zweiter, dritter, okay, tauschen, sehr gerne. Das Ganze geht jetzt nach links, das heißt, wir spielen weiter so, ja, und ich sage irgendwann bei links, dass du loslegen sollst, nimmst dann als, du bist ein Rechtsfuß, ziehst den Ball mit links rüber, Innenseite rechts vorlegen, dann Sidanwende links, 1, 2, 3, Sohlenwende links, Sohlenwende ja. Links, genau, 2, 3, genau, Sohlenwende weg, genau, nach vorne kommen und du kriegst den ersten Ball gespielt, flach, aufnehmen in der Grätsche, Kugel rauswerfen, so schnell es geht nach oben kommen und du kriegst den zweiten Ball geworfen. Alles klar? Ja. Gut, so, und wir fangen da an, oder? Ja. Und los geht's. Hopp, zapp, genau. Hopp, Sohle raus, nach vorne weg, einmal, zweimal, dreimal, Sohle weg, sehr gut, und erster, jawohl, und zweiter, oh, Hände schön nach hinten, nicht von unten, sondern schön oben drauf, ja. Und nächster, achso, dreimal, oder? Ne, ich habe flach und hoch, flach und hoch, okay, flach und hoch, genau, und los geht's. Hopp, Sohle weg, Innenseite nach vorne, einmal, zweimal, dreimal, Sohlenwende weg und erster, ja, mit Klumpsen am besten, ja. Nochmal, einmal, zweimal, sehr gut, auf und Nummer zwei, genau. So, fangen wir mal den Ball, ganz kurz, nochmal schauen, Jungs und Mädels daheim, nehmt die Hände aus dem Schoß raus, hebt sie hier in der Schulter nach oben, und haltet die Handflächen schon seitlich über den Ball, aber eher von oben anstatt von unten. Sonst haben wir hier wie so eine Hand, die den WM-Pokal hochhält. Wir wollen eher von oben kommen. Und zur Not schmeiß mal den Ball her, wenn er uns ausflitscht, auch nach über den Boden sichern zu können. Ja, sonst haben wir hier ein bisschen zu viel Spiel. Okay, nochmal. Und los geht's. Hopp, hopp. Hopp. So, raus. Einmal, zweimal. Sohle, nur langsam. Und erster, jawohl, gut. Und zweiter, genau, sehr gut. So, das Ganze machen wir jetzt mit der anderen Seite.
beziehungsweise nicht mit der anderen Seite, sondern wir machen es mit einer neuen Aufgabe. Ja? So, wir verbinden das Ganze, indem wir den Ball mit der Schussfinte direkt nach drüben ziehen. Wir spielen aber erst wieder die ganze Zeit miteinander. Mhm. Irgendwann sagst du jetzt, ich nehme den Ball, spiele mal kurz rüber, mit der Schussfinte direkt mit hinterm Standbein. Jetzt wollen wir den Ball nicht loslaufen lassen, sondern wir haben ziehen, Fußwechsel, ziehen, zurück, spielen links und wir bleiben links. Danach geht's, nein, da seitlich in den Ball, einmal aufkommen lassen, Moment, aufkommen lassen, wieder stehen, wieder seitlicher Ball und das Ganze hat ein Ende. Okay? Gut, also wir können zu Hause natürlich auch 3-4 Mal das Ganze machen. Ich bin alt, ich mache es lieber nur zweimal. Gut. Genau, so und los geht's. Also einmal, hopp, zweimal, hopp, dreimal, hopp. Genau, Schussfinte direkt, ziehen, Fußwechsel, Gegner kommt, ziehen, zurück, spielen, wir bleiben links. Und Nummer 1, stehen, oh, sorry, Nummer 2, warte, stehen und Nummer 3 habe ich sogar gemacht. Yes! Okay, ich mache noch einen, dann darfst du. Gut. So. Hopp. Okay, ganz kurz. Ja. Beim Zurückspielen, wie stehe ich? Schultern zum Ziehen? Ja. Bei der Schussfinte, wenn jetzt Fabian Hopp sagt, bleibe ich so stehen? Nee, ich drehe mich quasi da. Jetzt geht die Schussfinte ins eigene Tor. Ja? Dann, ich drehe mit dem Ball mit, ich drehe mich mal auf, lass den Ball mal kommen, so spiele. Und jetzt, wenn der Ball an meinem Standbein vorbei ist, packe ich die Schussfinte aus. Dann ist es leichter und ihr seht schon, dass der Ball nach vorne weggeht. Ja? Also nochmal das Ganze spielen, spielen, spielen und du gibst das Kommando. Hoppen. Hopp. Ziehen, Fußwechsel, ziehen zurück, spielen. Yes, wieder drei. Wieder drei, ja. Abgefahren. Fabinho ist dran. Gut. Fabinho aus Liverpool. Nein. Doch. Ja, er. Ja. Du alter Verteidiger. Du, alter du bist ein Brasilianer. Los geht's. Eins. Hopp. Genau. Jetzt hat man gesehen. Ziehen Fußwechsel. Bist du zu weit nach hinten. Was fehlt denn bei der Schussfinte? Warum heißt es Schussfinte? Weil du was Anteil stehen? Den Schuss, das heißt die da kommt was noch raus, der Schwungbewegung. Und der Arm. Ah, ja. Okay, und nochmal gleich die Schussfinte? Ich will gleich die Schussfinte. Gut, also Schussfinte weg, Arm geht raus, jawohl. Lässt sich nach einer Schussbewegung aus, ziehen, Fußwechsel, ziehen zurück, so in Stellung gehen, so neben dem Hütchen. Erster, jawohl, auf, stehen. Zweiter, ganz genau. Jawohl, gut, super. Zwei reichen. Ihr könnt, wie gesagt, 3, 4 machen. Für uns ist jetzt nur zum Zeigen, da reichen die 2 völlig aus. Du darfst schon noch, ne? Du darfst schon mal. Ja, ja, ja. So, okay, und spielen. Ja. Ja, ja, tu was. Hopp. Sehr gut. Ziehen, Fußwechsel, Gegner kommen. Ziehen zurück. Spielen und erster, sehr gut, und der zweite, hopp, hopp, wunderbar, sehr gut. Letzte Aufgabe, wir kombinieren das Ganze jetzt auch mit der linken Schussfinte, also der Schussfinte linker Fuß, danach haben wir ziehen zurück, ziehen Fußwechsel. Ja? So, schaut bitte darauf, dass ihr jetzt nicht nur bei der Grundtechnik sauber zum Ball geht. Wir kommen im Übrigen nachher hier raus und gehen nach links weg. Mhm. Mal so. Schauen wir, dass wir nicht nur die Grundtechnik sauber hinbekommen, sondern auch die Tricks. Also Ball wieder vorbeilaufen lassen, Schussfinte links, ziehen zurück. Ist immer mit einem kleinen Hüpfer vom Standbein. Das geht nämlich jetzt nach vorne, einmal so. Und beim Umdrehen ziehen, Fußwechsel. Nicht langsam ziehen, dass der Ball hier verhungert, sondern je fester wir ziehen, desto geschmeidiger geht er nachher von meiner rechten Innenseite, von meinem Stoppfuß weg und ich könnte jetzt einen Pass spielen oder einen Flugball spielen oder den nächsten Trick machen oder was auch immer. Auf jeden Fall habe ich mir den Ball so dann perfekt vorbereitet für die Aktion. Ja? Also spielen, spielen, spielen. Du sagst irgendwann hopp.
Aber hab Einsehen mit mir. Und los geht's. Los. Okay. Hopp. Ja! So, einmal Sprung nach vorne und feste ziehen. 1, 2. Spielen. Stehen. Nummer 1. Aufstehen, gebt euch da Zeit. Und Nummer 2. Aufstehen immer wie? Mit der Kippbewegung. Mit der Kippbewegung. Heißt, Schwung nehmen und maximal mit der linken quasi einmal kurz auf genau. Setzen, dass wir da schön. Genau. Wo ist der Angelpunkt? Angelpunkt ist Knie eigentlich, oder? Ja, Hüfte, Knie. Knie, ja. So, hier wird drüber, ja. Drüber geangelt. Sehr schön. Ja, so, okay. Nächster. Wurscht. Jawohl, ich habe meine 2. Dann bin ich drin. Nee, jetzt weiß ich, wer du bist. Du bist der Fabianski. Fabianski, das ist Fabianski Arsene, oder? Ja, oder? Arsene, ja, Pole ist der, oder? Ja. Lukas Fabianski. Fabianski. Gut, los geht's. Hopp. Hopp. Ziehen, Fuß wechseln. So, und beim Spielen gehe ich jetzt ein bisschen in die rechte Ecke. Das heißt, bei einem engen Raum habt ihr mehr Platz als Torhüter. Und das Coole ist, der Winkel stimmt. Ihr kommt schön vor das Hütchen. Und wir verlassen im Prinzip, wenn man jetzt mal hier die Linie weiterdenkt, von Rot bis zur Wand, diese Linie, die entsteht, die verlassen wir dadurch. Also, der Trainingspartner darf dann ruhig den Winkel verändern. Das hilft unseren Torhütern dabei, geschmeidiger, leichter zum Ball zu kommen. Ja? Nochmal. Und los geht's. Hopp. Ui. Hopp. Nochmal. Ja, der geht ein bisschen weit nach hinten, gell? Ja. Bisschen später treffen und erster Ball weg von der Linie und Nummer 2. Genau. Okay. Alles klar. Das war's schon wieder heute. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Was jetzt wichtig ist, ist, wir haben unser Training, aber in dieser Übung stecken 1000 verschiedene Möglichkeiten drin. Ich würde euch jetzt nur noch kurz eine Möglichkeit mit an die Hand geben, wie wir es auch machen könnten. Und ich möchte, dass ihr mal zu Hause versucht, euer eigenes Trainings eure eigene Trainingsübung daraus zu spinnen. Mit hohen Bällen, mit seitlichen Bällen, mit flachen Bällen, mit Aufsetzerbällen, wie ihr wollt. Auch die Tricks könnt ihr wählen, wie ihr wollt. Die Art des Zuspiels könnt ihr wählen, wie ihr wollt. Und wer eine coole Übung hat, der filmt sie einfach ab und schickt sie uns einfach per Mail oder verlinkt uns bei Instagram drauf. Und dann haben wir MFS-Fußballtraining. Ja? Und da verlinkt ihr uns dann einfach drauf und wir kommentieren das mal. Und wer da eine Frage hat, kann da gerne was dazu tun. Also, wir hatten jetzt nur die flachen Bälle. Möglich ist das Ganze natürlich auch mit halbhohen Bällen. Die haben wir auch schon mal besprochen. Die Übung könnte sein Pass, Rückpass, dann spiel mal her. Also, ja, das war stark. Jetzt geht dir der Dampf aus. So, Pass, Rückpass, dann gehe ich hier zum Beispiel rüber und habe zum Beispiel ziehen, zurückkappeln und spiel den Ball ab. Wäre eine Möglichkeit, in Position gehen, du nimmst den Ball wieder auf und ich habe jetzt den halbhohen Ball, führe den Ball zum Boden, gehe in Zeitlupe nach unten, spiele den raus, komm nach oben und habe nochmal den halbhohen Ball oder ich würde hier aufstehen, auf die Seite gehen und bekäme jetzt hier den halbhohen Ball oder den flachen Ball oder den Ball zum Fangen. Wir wissen es nicht, was ihr euch jetzt überlegt. Ja? Ein Hütchen, ein Partner, ein Ball, aber 48.000 Varianten gefühlt. Viel Spaß beim Durchprobieren, viel Spaß beim Üben und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Ja. Bleibt gesund, bleibt daheim. Ciao, ciao.